Auch wenn Kanbei dabei ist. Was haben wir denn hier? Das ist die zweite Drake-Mission. Das ist die zweite Eagle-Mission. Die erste Eagle-Mission will ich ja nicht machen. Und die zweite Chess-Mission. Womit mache ich denn weiter? Mach mal die. Die gefällt mir von den ganzen Missionen hier nämlich am besten. Und vor allem ist Orange Star hier mal wieder anwesend. Wenn auch nicht wirklich mit viel Präsenz. Aber genau deswegen bin ich ja hier. Ich muss Tammy einfach mal den Arsch retten. Mein Ziel ist es, die vier Lasergeschütze hier zu zerstören. Hast du wieder Lasergeschütze? Die feuern jeden Tag. Ah, okay. Wollte ich gerade fragen. Es ist nur in dieser einen besonderen Mission, wo sie... Also gut, die zwei Felder hier sind Todesstreifen. Also es gibt hier immer so ein paar Todesstreifen, und in denen ich nicht rein will. Und der kommt durch den Todesstreifen hier erstmal gut durch. Genauso der hier. Du müsstest da auch noch durchkommen. Hier ist der eine, hier ist der zweite. Jupp. Kommen da beide noch super durch. Bei dir bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Ja, das lasse ich lieber mal. Du gehst dann lieber mal dahin. Zum Glück ist die Startarmee eigentlich mehr oder weniger alles, was ich brauche. Ich meine, Eagle mit so einer Startarmee, da weiß man sowieso schon wieder, was man hat. Und trotzdem. Du hast sogar Jäger in der Startarmee. Nicht nur einen, drei. Ach ja, Jäger. Ja, und drei Jäger, drei K. Drei Jäger, drei Kahis, zwei Bomber. Eagle ist glücklich damit. Also, wir haben hier außerdem Sammy. Und die steckt hier ein bisschen in der Klemme, mit der heißt es überleben, bis die Laser kaputt sind. Ich darf sie nicht sterben lassen. Mindestens eine Einheit von ihr muss überleben. Das ist das Wichtige. Oh, da habe ich jetzt schon gleich mal den Raketenwerfer da oben übersehen. Beziehungsweise nicht dran gedacht, dass der da steht. Aber ist egal. Solange mindestens eine Einheit überlebt, ist das gut. Und ich werde mich dann sowieso irgendwann Richtung Süden verpissen, sobald Eagle da den Teil freigeräumt hat. Und zum Glück habe ich hier auch keinen besonders bedrohlichen Gegner. Mit Hawkey als Gegner wäre die Mission wesentlich anstrengender. Eigentlich cheatet Adder hier voll. Der hat weit mehr als 50 Einheiten. Können wir aber eigentlich mal nachschauen, wie viel er hat. Er hat auf jeden Fall genug Einheiten, dass sein Co-Theme einmal komplett durchspielen konnte.
Oh ne, er hat sogar tatsächlich 48. So. Okay. Erste Einheit, die hier weg muss, ist die Flak-Einheit hier. Aus der Todeszone bin ich hier draus, ja. So. Flak ist weg. Den Kampfpanzer kriege ich damit nicht weg, ohne zumindest, es sei denn, ich gehe in die Reichweite von einem Missile rein. Aber ich werde. Da hat er sonst nichts in der Nähe, oder? Hier werde ich rein. Weil da erwischt er mich ja auch nicht. So. Einmal hier. Bomber weg. Noch ein Bomber weg. Und noch ein Bomber weg. Herzlichen Glückwunsch, Edda. Du hast gerade 66.000 Funds verraucht, ohne irgendetwas davon zu haben, außer meine Jäger eine Runde lang beschäftigt zu haben. Okay. Ja. Genius KI, sage ich dazu immer nur. Moment, wie weit sind denn die Jäger da oben? Ja, ich darf auf ihre Reichweite zwei Felder dazu rechnen. Das darf ich nicht, nur das muss ich sogar. Das hier ist Todeszone, da sollte ich vielleicht nicht unbedingt rein. Ich muss auf jeden Fall den APC in Sicherheit bringen. Also Moment, der kommt hier hin. Also bis dahin würde er kommen. Von Süden kann ich ihn angreifen, aber sonst sollte ich das lassen. Sonst kommt sein Jäger nämlich an meinen Kopf daran. Was mache ich mit dem APC? Ich glaube, ich stelle den echt da rein. Stell die Flak hier hin, weil die Flak brauche ich nicht so unbedingt. Außer vielleicht um den Jäger da oben auf den Sack zu gehen. Okay. Ich schaue bloß gerade, ob ich irgendwo dem Bomber entkommen kann. Die einzige Möglichkeit, dem Bomber zu entkommen, ist es wirklich hier hinzugehen. Ich muss ihm ja zwei Felder extra Reichweite draufrechnen in der nächsten Runde.
Weil dadurch, dass ich ihm halt die drei Bomber unter anderem runtergeschossen habe, hat er seine Super Core Power mehr als dreimal gecharged. Bei mehr als dreimal ist ein bisschen übertrieben. Aber allein die 66.000. Wenn, wie viel braucht er für eine Super? Für eine Super braucht er 45. Oh, er geht sogar nur mit dem Jagdpanzer auf den APC drauf. Okay. Erste Aktion der nächsten Runde: alle Jäger von Eagle nach Norden schicken. Amy braucht da oben dringend Support. Die paar Kopter, die da noch rumschwirren, die kriege ich auch so noch geregelt. Die Frage ist eher, ob ich eine Super hinkriege für die Runde. Das wäre die wesentlich interessantere Frage. Zwei Sterne brauche ich noch. Gut, mit dem Medium Tank Matchup kriege ich einiges hin. Gerade wenn es so schlecht für mich ausgeht, das ist super. Ein Stern noch. Okay, was kriege ich noch runtergeschossen? Ich kriege den Copter noch runtergeschossen. Ich kann die Anti-Air theoretisch noch in den Tank reinrennen lassen. Die Anti-Air brauche ich allerdings, das ist das Problem. Ich will die eigentlich beide da hochbewegen, um den da wegzumachen. Gut, machen wir mal noch ein Copter-Matchup. Und die Super muss ich jetzt chargen, sonst hilft es gar nichts. Kriege ich noch ein bisschen Star Power zusammen. Schießen wir den mal noch mit runter. Greifen mal den noch mit an. Reicht immer noch nicht ganz. Selbstmord. Reicht auch noch nicht. Okay,
dann... Der muss jetzt reichen, sonst... Komm schon, du reißt jetzt, ich brauche eine Super. Ja, geht doch. Okay. Na dann, machen wir das mal nach allen Regeln der Kunst, würde ich sagen. Du hast da keine Anti-Air da in der Nähe. Dann bauen wir hier einen Bicopter noch.